meine Szenen so übelst geil aus oder übelst brutal. Aber so wirklich komplex ist es noch nicht. Man kann auch zwei Leute auf einmal killen, aber das werdet ihr später noch sehen. So. Dann holen wir gerade eben nochmal unsere Sachen wieder. Versteckte Klinge und... zweite, die gebrochen ist, und unser Schwert. Unser mega geiles Schwert, weil es übelst fett aussieht. Also finde ich zumindest, ich finde es mega fett. So, machen wir uns weiter hier auf der Burg Masyaf. Da werden wir gerade die ersten heißen Kämpfe sehen. Na, heiße Kämpfe, naja. Ja. Danke. Hoppala. Das. Wollen wir jetzt erstmal kontern, damit der schöne Konter sinkt. Ja, das ist zum Beispiel ein wunderschöner neuer Konter auch. Das ist noch ein etwa älterer Konter, den gibt es glaube ich schon seit Assassin's Creed 1. Aber der ist mega böse. Der ist richtig böse. Das ist eigentlich mein Lieblingskonter jetzt in Assassin's Creed Revelations. Der ist so übelst hammerböse. Seit wann fliegen bei uns eigentlich so viele Flugzeuge rum? Ich tut mir leid, dass gerade ein Flugzeug vorbeifliegt. Ich hoffe mal, ihr hört es nicht zu sehr. Ja, und diese Gestalt, die da in den Geisterformat da vor uns rumgeigt, das ist Altair, das ist der Assassine, den wir in Teil 1 gespielt haben. Auch ein mega geiler Typ. Geiler in Anführungsstrichen, der ist jetzt nicht irgendwie Homo oder so. Aber den werden wir in diesem Spiel, glaube ich, auch noch spielen. Habe ich zumindest gehört oder mal gesehen. Wird auf jeden Fall interessant, weil da spielen wir den irgendwie, wenn er 70 ist oder so. Und trotzdem noch mega nice abgeht. Und wie gesagt, nicht wundern, wenn ich hier ein bisschen bei der Steuerung hänge oder rumfaile. Ich habe es halt noch nie, also Assassin's Creed allgemein, noch nie auf PC gezockt. Eigentlich immer nur auf der Konsole. Hoppala, egal. Da hätten wir jetzt schön runterziehen können, aber das habe ich jetzt verpennt. Egal, jetzt geht's hier lang. Ui. Da können wir jetzt auch ganz eiskalt assassinieren. Mit der schön versteckten Klinge. Naja. Nee. Da, nein. Danke. Hoppala. Ja, da geht's schon los. Egal. So, dann interagieren wir mal mit diesem Adler und drücken die Umschalttaste. Ja, schön mit der versteckten Klinge in den Kopf rein. Ja, und ein nice Feature ist auch halt eben die Kerle hier plündern und aufheben. Kommen jetzt hier eiskalt so. Oder auch nicht. Da reinwerfen. Egal. So, dann gehen wir zu unserem Auftragsziel. Da sind wir unten rechts zum Beispiel in der Minikarte. Dieses Ausrufezeichen ist mal Ziel. Wohin müssen die jetzt die ganzen Teile halt sind. Halt unsere Ziele, die wir erledigen müssen, dann nehmen wir die jetzt einfach eiskalt einen nach dem anderen aus. Ganz easy mit der versteckten Klinge, schön leise, so dass niemand mitkriegt. Zack. Alles ganz easy. So, jawohl. Und dann interagieren wir mit diesem netten Herrn. Verschont mich, bitte. Ich bin nur Arbeiter. Ich habe Familie. Welche Arbeit verrichtet ihr? Meistens graben. Es dauerte ein Jahr, diese Kammer zu finden. Und seit gut 3 Monaten versuche ich, diese Tür zu durchbrechen. Ihr seid noch nicht weit gekommen.
Ich hinterlasse keinen Kratzer. Dieser Stein ist härter als Stahl. Das wird nichts werden. Diese Tür wacht über Schätze weit wertvoller als alles Gold der Welt. Ah, ihr meint Edelsteine? Nein. Das sind Schlüssellöcher. Wo sind die Schlüssel? Die Templer fanden einen unter dem Palast des osmanischen Sultans. Bei den anderen wird ihnen wohl ihr kleines Buch behilflich sein. Welches Buch? Ein Tagebuch oder so. Der hässliche Hauptmann, er hat es bei sich, wohin er auch geht. Geht heim. Sucht euch eine ehrliche Arbeit. Oh, ich würde gern von hier verschwinden. Aber diese Männer, sie töten mich, wenn ich gehe. Packt eure Sachen. Ja, sie werden nämlich vorher sterben. Dann akzeptieren wir mal. Ein geheimnisvolles Tagebuch hat die Templer nach Masyaf geführt. Finden Sie den Hauptmann der Templer und nehmen Sie es ihm ab. Die Folge darf nicht scheitern. Jawohl. Kriegen wir hin. Ja, das mit dem, wo ich gerade eben Nein gesagt habe, wegen Edelstein, habe ich jetzt einfach nur geraten. Weil ich denke nicht, dass für Assassinen Edelsteine das Wertvollste der Welt ist. Eher Wissen über bestimmte Sachen. Würde ich jetzt mal meinen. So, interagieren. Auf jeden Fall ein hammernices Game. Und mich verwundert eigentlich auch gerade, dass ich fast auf den höchsten Einstellungen einfach so flüssig während der Aufnahme zocken kann. Ist eigentlich mega nice. Dann kann ich euch wirklich ein wunderschönes Spiel bieten. Nicht in die Finger bekommen. Ohne groß ruckeln, hoffe ich doch. Erreichen, werden wir ihn aus dem Dorf heraus eskortieren. Ihr bleibt zurück und sorgt dafür, dass wir nicht verfolgt werden. Naja. So, dann werden wir mal diese lustigen Kerle da vorne einfach mal töten. Oh, verdammt. So, dann zeigen wir noch mal ein paar Konter von Assassin's Creed. Ja, den hatten wir vorhin schon. Hoppala, jetzt habe ich zu früh gedrückt. Ja, den hatten wir vorhin auch schon. Das ist ein wunderschöner Konter. Yep, nochmal der gleiche. Ja, ich liebe diesen Konter. Ah, der ist so Hammer. Mann, der ist einfach viel zu brutal. Na ne, man tötet man die Typen auch gerade mal noch. Bam. Nichts ist. Komm schon, komm schon. Greif an! Los! Da gibt's noch einen wirklich bösen Konter. Der ist auch mega fies. Aber nochmal den schönen Konter. Wie ich den liebe. Ich glaube, das Spiel weiß, dass ich den liebe. Und zeigt ihn sonst den so schön oft. Ist einfach mal hammer nice. Auf jeden Fall sieht das Spiel auch eigentlich viel fetter aus als an der Konsole, aber das ist eigentlich normal. So, ja, jetzt ist falsch benutzt, um das durchzureichen. Ja, wir müssen die jetzt assassinieren, ohne dass sie abhauen. Erst sie verfolgen und dann assassinieren, ohne dass sie abhauen, genau. Also wir müssen sie als Primärziel erstmal verfolgen. So, dass wir das schon mal geklärt haben. Das heißt, wir fliegen jetzt ein bisschen vor sie. Und dann, hoppala. Das sollten wir nicht tun, weil dann verlieren wir Leben. Also Leben ist es ja nicht, es ist eine Synchronisationsanzeige. Aber, oha, verdammt. Das war, scheiße jetzt, du hast mich nicht gesehen. Es ist kein Leben, es ist eine Synchronisationsanzeige, weil das Hauptziel von Desmond ist ja so gut wie möglich mit den Vorfahren, die wie sie damals umgegangen sind, auch so zu handeln. Das heißt, machen wir irgendwas falsch, zum Beispiel töten wir jetzt hier einen Zivilisten oder so, kriegen wir Leben abgezogen oder sterben sofort. Oder halt eben springen wir unten runter, ist logisch, kriegen wir natürlich auch Leben abgezogen, also die Synchronisation abgezogen. Und fliegen wir halt irgendwo raus, wo wir nicht hin sollen, kriegen wir auch Synchronisation abgezogen. Und sterben dann halt auch und dürfen dann halt eben von vorne anfangen.
Aber das dürfte am Anfang nicht das Problem sein, wird später schwieriger, aber da kriegen wir auch halt mehr dazu. Aber das werden wir dann noch sehen. Aber auf jeden Fall ist auch hier die Umgebung mega geil. Auch dieses Flair mit dem Schnee und so. Und dieses kleine Städtchen mit den paar Leuten, die hier rumrennen. Die sind eigentlich nur dazu da, um sich jetzt hier in der Gruppe so zu verstecken, so dass wir nicht gesehen werden. Oder halt, weiß ich jetzt gar nicht, wie man hier Leute ausnimmt. Niemand darf gehen, bevor der Assassine tot ist. Habt ihr verstanden? Signum Kirilochaye. Anscheinend hat er uns gefunden. So, dann, jawohl. Die perfekte Option, die man machen kann, wenn man hinter einem Dingens her ist, einen. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Einer Kutsche. Natürlich hinten an Seil dran hängen. Super nice. So, jetzt müssen wir hier halt quasi vorrobben. Mich hinten dranhängen. So, jetzt müssen wir halt hier langsam vorrobben und halt eben allen Hindernissen ausweichen. Genau. Deswegen müssen wir vorgehen, weil wir sonst abfallen. Nein, ich will nicht sterben. Es ist noch zu früh zum Sterben. Na. So, alle Hügel vermeiden. Einfach nach vorne. Ah, das war jetzt blöd. Das war jetzt auch blöd. Ja, ich bin so behindert. Nein! Es wird nicht lange halten. Ich zieh doch schon. Das kleine Stückchen, was da kaputt ist, habe ich schon erschafft. Ja, ich hab's auch gespürt. Ha. Das war gerade knapp. Und das, jawohl. Na. Hahaha. Gut, dann haben wir den zweiten Balken verloren. Verdammt, jetzt bin ich gerade gut am Fällen. Okay, wir haben es geschafft. Jawohl. Ich danke. Typisch Assassino oder typisch Ezio. Er war die besten Moves, um noch irgendwo drauf zu kommen. Und dann schön mit der versteckten Klinge ins Gesicht. So, jetzt GTA-like Verfolgungsjagd und rumrempeln. Jetzt heißt es einfach nur umrempeln, bis der Typ stirbt. So, das ist immer eine blöde Situation, wenn man aneinander festhängt, weil dann könnte man dann so in diese kleinen, ja, in eine Seite oder diese kleinen. So, komm, stirb jetzt. Du hast mir eine mitgegeben. Jawohl, dich hätten wir schon mal. Ja, jetzt rennen wir nochmal ganz kurz so rum. Ah, verdammt. War knapp geworden. So, jetzt kommt nämlich der Hauptmann. Ja, stirb du. Fahr ruhig da rein, habe ich kein Problem mit. Auch hier die Szenerie ist derbe geil, finde ich. Diese ganzen kaputten Säulen, also alte Tempel. Ist wirklich sehr nice gemacht. Wow. Ah, jetzt wird's knapp. Jetzt wird's. Es war so klar. Das hätte ich lassen sollen. Ah, meine Kutsche ist gleich hinüber. Sie ist hinüber.
fast. Aber ich hab's gleich geschafft. Und ein kleines Stückchen. Ja. Es war so knapp. Es war so übelst knapp. Nimm dies! Und das. Ja, das hatten wir schon mal, den Satz. Jawohl, und Bomben gab es damals auch schon, ja. Und wurden gerade zu der Zeit erfunden. Aber lässt es einen Ezio Auditore, lässt ein Ezio Auditore sich von sowas beeindrucken? Nein. Nein. Auch dieser Blick jetzt aufs Dorf, ich finde das einfach so übelst geil gemacht. So, und ja, diese kleinen Zwischenräume sind halt eben so der Animus und die Ladebildschirme halt so, da kann man jetzt hier so seine Waffen austesten. Da hat man seine versteckte Klinge. Da versteckt die Klinge, zack. Die Straße, keinen Moment aus den Augen, habt ihr mich verstanden? Niemand darf hier durch! Leandros! Da! So, so, seht, wer aus seinem Loch gekrochen kommt, um zu sterben. Er ist so gut wie tot. Erledigt ihn! Bringt mir seinen Kopf oder werft euch in die nächste Schlucht! Ich glaube, ihr solltet euch...